Hallo, liebe Zuhörer. Ich bin Henriette Bunde von der Amnesty International Hochschulgruppe der Uni Hamburg und ich begrüße euch zu der Sendung Redefreiheit hier auf Tide 96.0. Heute geht es um das Thema Diskriminierung von Minderheiten. Wir schauen dabei nach Pakistan und das Schicksal der Hazara dort. Auch mit dem Schicksal der Roma und Sinti haben wir uns beschäftigt. Außerdem informieren wir euch in der nächsten Stunde über das erschreckende und doch wenig bekannte Schicksal der Volksgruppe der Uiguren in China und der Albinos in Afrika. Mit dabei sind auch die Menschenrechtsnews und die Zahl des Monats. Jetzt hört ihr einen Beitrag von Nuruline Hussain über die Verfolgung der schiitischen Minderheit der Hazara in Pakistan, gelesen von Rabia Yawa. Diskriminierung und Verfolgung von religiösen Minderheiten durch militante Gruppen ist in Pakistan ein lang anhaltendes Problem. Aber in den letzten Jahren sind Angriffe auf Schiiten dramatisch gestiegen. Nur etwa 20% der mehr als 180 Millionen Einwohner gehören dieser Glaubensrichtung an. Die meisten Muslime sind Sunniten. Im letzten Jahr sind mindestens 325 Mitglieder der schiitischen Bevölkerung in gezielten Übergriffen getötet worden. Über 100 wurden allein in der Provinz Balochistan getötet. Dieses Jahr ist für die Schiiten noch blutiger geworden, denn innerhalb von 2 Monaten wurden über 200 Menschen allein nur in Quetta, der Hauptstadt Balochistans, umgebracht. Die Mehrheit der Opfer stammt aus der Volksgruppe der Hazara. Die Hazara stellen in zweierlei Hinsicht eine Minderheit dar, nämlich religiös wie ethnisch. Die Diskriminierung geht zurück nach Afghanistan, woher die Hazara eigentlich stammen. 1892 unterwarf nicht nur der afghanische König Abdurrahman das ursprüngliche Siedlungsgebiet der Hazara, dem Hazarajat, sondern erklärte auch den Krieg gegen diese. Nach einem gescheiterten Aufstand der Hazara wurde infolgedessen über die Hälfte der hazarischen Bevölkerung umgebracht, ins benachbarte Exil vertrieben oder versklavt. Eine Massenbewegung der persisch sprechenden schiitische Minderheit emigrierte seit Ende des 19. Jahrhunderts auch nach Pakistan. Heute leben in der 1,8 Millionen Einwohnerstadt Quetta schätzungsweise 600.000 bis 700.000 Hazara. Die Hazara fallen außerdem durch ihre ethnische Herkunft auf. Es wird davon ausgegangen, dass sie unter anderem mongolischer Abstammung seien. Aus diesem Grund ist die Minderheit vom Anstieg antischiitischer Attentate durch sunnitische Extremisten am stärksten betroffen, da sie durch ihr Aussehen besonders leicht zu erkennen sind. Seit einem Jahrzehnt gehören nun Bombenanschläge und Schussattentate auf offener Straße zum Alltag der Hazara. Nach Aussagen der Hazara wurden in Balochistan in den letzten 12 Jahren nahezu 1000 Hazara getötet und ca. 1500 verletzt. Die Opfer sind hochrangige Mitglieder der Gemeinschaft sowie Arbeiter, Frauen und Kinder. Ein Drittel der Opfer sind Kinder. Sie wurden gezielt in ihren Geschäften und Büros, auf dem Gemüsemarkt und in der Moschee angegriffen. In einer der erschreckendsten Anschläge vor 2 Jahren wurde ein Bus von unbekannten Schützen in Mastung, nahe Quetta, angehalten und alle Insassen, die als Hazara identifiziert wurden, aussortiert und anschließend am Straßenrand erschossen, wodurch 26 Menschen ums Leben kamen. Doch die verheerendsten Anschläge wurden im Januar und im Februar dieses Jahres ausgeübt. Am 10. Januar 2013 starben mindestens 92 Menschen durch 2 Sprengsätze in einem Billardsalon, die innerhalb weniger Minuten nacheinander hochgingen. Am 16. Februar wurden bei einem Markt erneut 79 Menschen durch eine Bombenexplosion in Quetta getötet, überwiegend Frauen und Kinder. Die Al-Qaida und Taliban verbundene extremistische Militantengruppe Lashkar-e-Jangvi hat sich zu den meisten dieser Angriffe bekannt. Pakistan fügte die Lashkar-e-Jangvi der Liste von Terrororganisationen im August 2001 hinzu, jedoch wurde wenig getan, um gegen diese Gruppe anzugehen. Weitere Vermutungen besagen, dass die Lashkar-e-Jangvi, die Taliban, Quetta Shura und das pakistanische militärische Establishment zusammenarbeiten. Das Establishment ist ein militärdominanter Zusammenschluss von Individuen, die sehr viel Macht und Einfluss bei der Gesetzgebung und Politik des Landes ausüben. Die meisten der terroristischen Organisationen in Pakistan sollen durch das Establishment unterstützt werden. Es wird auch vermutet, dass es versuche, ethnische Unruhen in der Provinz zu stiften. In Reaktion auf diese Morde fanden weltweite Demonstrationen statt, um die Verfolgung der Hazara in Quetta zu verurteilen. Die Hazara-Diaspora in der ganzen Welt, nämlich in Australien, Westeuropa, Nordamerika sowie die Hazara in Afghanistan, haben gegen diese Tötung und gegen das Schweigen der internationalen Gemeinschaft protestiert. Seit 2011 berichten internationale Menschenrechtsorganisationen von der Lage der Hazara. Auch Isabel Aradon, stellvertretende Direktorin der Asien-Pazifik von Amnesty International, kritisierte das anhaltende Versagen der Behörden, die Verantwortlichen dieser Ermordung vor Gericht zu bringen. Die pakistanische Regierung hat nach dem Druck der anhaltenden Proteste und die Verweigerung des Begräbnisses der Opfer nach dem Anschlag im Januar die zuständige Provinzregierung aufgrund von Unfähigkeit aus dem Amt entlassen. Auch wurde Malik Ishaq, der operative Leiter der Lashkar-e-Jangvi, am 22. Februar vorläufig festgenommen.
Ishaq ist auch in der Vergangenheit für die Ermordung von über 100 Pakistanern und zahlreiche Terroranschläge im Jahre 1997 festgenommen worden, wurde aber noch nie in einem pakistanischen Gericht verurteilt. Weitere konkrete Maßnahmen zum Schutz vor neuer Gewalt wurden nicht unternommen. Die verbotene militante und fanatische antischiitische Organisation flößt weiterhin Angst in die Gemeinde ein. So werden zum Beispiel öffentliche Warnungen an Schiiten verkündet und Videos von Hinrichtungen von schiitischen Gefangenen veröffentlicht. Eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht. Bis dahin ist das Leben von Schiiten nahezu im Stillstand und wird weiterhin von Angst bestimmt. Angst macht sich jedoch nicht nur in den schiitischen Gemeinden breit, sondern in ganz Pakistan. Es sind militante Bewegungen wie die Lashkar-e-Jhangvi, die die Gesellschaft in Aufruhr bringen, Ausschreitungen gegen andere Minderheiten fördern und somit weiterhin das Land destabilisieren. Aus diesem Grund sollte die pakistanische Regierung umgehend Ermittlungen einleiten, warum bisher es nicht geschafft wurde, solche gewaltsamen Übergriffe auf Minderheiten zu verhindern. Ihr hörtet einen Beitrag von Nuruline Hussain über die Situation der Hazara in Pakistan, gelesen von Rabia Yawa. Als nächstes berichtet euch Jana Harder über die Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung der größten ethnischen Minderheit Europas, die Roma und Sinti. Heutzutage leben in Europa schätzungsweise 10 Millionen Menschen, die zur Volksgruppe der Roma und Sinti gehören. Im späten Mittelalter sind die Roma und Sinti aus Indien in alle Länder Europas eingewandert. Heute bezeichnet man als Roma vor allem diejenigen, die sich in Südosteuropa niedergelassen haben. Sinti hingegen sind eher in Mitteleuropa, also auch in Deutschland beheimatet. Die Roma wurden ähnlich wie die Juden über Jahrhunderte hinweg von der Mehrheitsgesellschaft stigmatisiert und ausgegrenzt. Den traurigen Höhepunkt bildete dabei die Zeit des Nationalsozialismus, in der circa eine halbe Million Sinti und Roma in den Massenvernichtungslagern ermordet wurden. Auch heute noch werden die meisten Roma ausgegrenzt und diskriminiert. In Mazedonien zum Beispiel werden Roma allein aufgrund ihrer Hautfarbe nicht in die Schwimmbäder gelassen. In manchen europäischen Staaten sind sie neben ihrer gesellschaftlichen Randstellung auch noch in jüngster Zeit offener Verfolgung ausgesetzt gewesen oder sind ihr immer noch ausgesetzt. Immer wieder gibt es Mordanschläge auf Roma von gewaltbereiten Neonazis. Allein in Ungarn gab es innerhalb von 2 Jahren fast 20 gewaltsame Übergriffe. Zwischen 2008 und 2012 wurden dabei 9 Roma, darunter 2 Kinder, getötet. Die Dunkelziffer dürfte noch weitaus höher liegen. Gängige Vorbehalte und Vorurteile gegen Zigeuner, der sogenannte Antiziganismus, sind in den Köpfen vieler Menschen verankert und werden den Roma europaweit entgegengebracht. Dabei sind rassistische Diskriminierungen eigentlich durch Artikel 21 der Europäischen Charta für Menschenrechte verboten. Die Vorurteile, sie seien ein fahrendes Volk, arbeitsunwillige, schmutzige Bettler, Betrüger und Diebe. Dieses antiziganistische Stereotyp vom fahrenden Volk, vom ewig wandernden Zigeuner, stimmt schon seit langem nicht mehr. Heute sind schätzungsweise mehr als 90% der Roma sesshaft. Was jedoch fast alle dieser Roma in Europa vereint, ist ihr Leben wortwörtlich am Rande der Gesellschaft. Der Zugang zur Arbeitswelt und zum Bildungs- und Gesundheitswesen ist ihnen erheblich erschwert oder ganz versperrt. Viele Roma leben in heruntergekommenen Häusern an den Rändern der Städte, zusammengepfercht mit ihresgleichen. Auf 12 Quadratmetern leben bis zu 12 Personen. Ihre Kinder gehen, wenn es ihnen überhaupt möglich ist, zu speziellen Schulen oder werden in eigene Klassen eingeteilt. Oft bleibt den Roma keine andere Wahl, als in solchen ghettoisierten Gebieten zu leben, da viele Vermieter sie nicht unter ihrem Dach haben wollen. Allein 40% der Deutschen haben angegeben, nicht in der Nachbarschaft von Sinti und Roma wohnen zu wollen. Und selbst von der Polizei werden Roma laut einer UN-Untersuchung oft vorverurteilt und wegen ihrer Volkszugehörigkeit diskriminiert. In Italien war die Lage 2009 besonders dramatisch. Vielen der über 7200 Sinti und Roma in Rom und Umgebung drohte die rechtswidrige Zwangsräumung und die Zerstörung ihrer Siedlungen. Unter dem Vorwand der Kriminalitätsbekämpfung sah der sogenannte Nomadenplan umfangreiche Sondervollmachten für die Behörden vor. 6000 von ihnen sollen in 13 isolierte Großlager umgesiedelt werden, wo sie jetzt auf noch engerem Raum leben sollen.
Manche von ihnen wurden im Zuge der rechtswidrigen Zwangsräumung sogar obdachlos. Mit Hilfe von Amnesty International konnten einige Zwangsräumungen aufgeschoben werden. Und die Sinti und Roma bekamen mehr Gehör in den Medien. Ein Anfang. Doch der Kampf gegen die Zwangsräumungen in Italien ist noch lange nicht vorbei. Durch fehlende Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, als auch durch den Mangel an persönlicher Sicherheit und einem unzureichenden Zugang zu medizinischer Versorgung, sind die Roma die Volksgruppe in Europa, die am häufigsten von Armut betroffen ist. Die schlechte Lage der Roma auf dem europäischen Arbeitsmarkt hat laut UNO drei Gründe. Neben der Diskriminierung aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit sind es vor allem die geringe Qualifizierung der Roma und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in ihren Heimatländern. Die meisten Roma leben in den neuen EU-Ländern, den Anwärterstaaten in Osteuropa und auf dem Balkan. Sie befinden sich in einem Teufelskreis. Ohne ausreichende Schulbildung bekommen sie keinen Beruf. Ohne Beruf haben sie kein Geld und ohne Geld keine Chance auf bessere Bildung für sie und ihre Kinder. Durch diese Situation sehen einige Roma nur den Ausweg im Betteln und Stehlen. Es gilt, den Roma eine bessere Entwicklungsmöglichkeit zu bieten, ihnen in den Bereichen der Bildung, Arbeit, Gesundheit und Unterbringung zu helfen und die Vorurteile aus den Köpfen der Menschen zu bekommen. Denn oft ist es nur ein kleiner Schritt von Vorurteilen bis hin zu Verachtung und zur Verfolgung. Passend zu dem Thema gibt es aktuell eine Petition auf www.amnesty.de/Roma, mit der Sie der Situation der Roma helfen können. Das war ein Beitrag über das Schicksal der Roma und Sinti in Europa von Janne Harder. Jetzt hört ihr einen Beitrag von Julia Fleißgarten über die Situation der Uiguren in China. Die Uiguren sind ein muslimisches Turkvolk von etwa 10 Millionen Menschen. Mehr als 8 Millionen leben in der nördlichen Region Xinjiang in China. 1955 hat sich Peking die Region als autonome Region einverleibt und Han-Chinesen, auch genannt ethnische Chinesen, angesiedelt. Seitdem kämpfen die Uiguren um ihre Unabhängigkeit. Xinjiang bedeutet neues Gebiet. Die Uiguren nennen das Gebiet ihre Heimat, Ostturkestan. Bekannt ist, dass China ein sehr großes Interesse an Xinjiang hat, da das Gebiet reich an Öl, Kohle, Gold und Uran ist und als Chinas größte Erdgasförderregion gilt. Durch die Terroranschläge islamistischer Fundamentalisten in Amerika gerät die Region immer wieder ins Visier der chinesischen Regierung. Dadurch, dass die Uiguren ein muslimisches Volk sind, wird ihnen vorgeworfen, als religiöse Extremisten und nationale Separatisten um die chinesische Vorherrschaft und ein unabhängiges Ostturkmenistan zu kämpfen. Die Behörden verfolgen das Ziel, alle religiösen Aktivitäten unter Kontrolle zu bringen. So ist den Uiguren zwar erlaubt, Moscheen zu bauen und zu Allah zu beten, allerdings werden Studenten und Lehrer nicht gerne in der Moschee gesehen und das Gebet ist in öffentlichen Gebäuden untersagt und Jugendlichen unter 18 Jahren ist das Betreten einer Moschee sogar verboten. Oft leben Uiguren in abgetrennten Stadtvierteln mit eigenen Grundschulen und Kindergärten. Sie sprechen selten Chinesisch. Noch wird sich von Seiten Pekings um eine gute Integration gekümmert. In manchen öffentlichen Gebäuden gibt es sogar getrennte Treppenaufgänge. Han-Chinesen versuchen, den Kontakt zu Uiguren weitestgehend zu vermeiden. Die chinesische Regierung macht durch ihre aggressive Ansiedlungspolitik die Uiguren zu einer Minderheit in ihrer eigenen Heimat. Das Recht auf Bildung sowie das Recht auf Meinungsäußerung gibt es für sie einfach nicht. In der Hauptstadt der Region Xinjiang, Urumqi, gibt es allein 55.000 Überwachungskameras, um das Fehlverhalten der Uiguren zu kontrollieren. Schließlich gelten die Uiguren zusammen mit den Tibetern, den Anhängern einer Demokratiebewegung, Falun Gong-Anhängern und Leute, die es wagen, Taiwan als Staat zu bezeichnen, als die fünf Gifte Chinas. Seit 1990 macht die chinesische Regierung die Uiguren für rund 300 Anschläge mit mehr als 160 Toten verantwortlich. Vier uigurische Organisationen wurden bereits als terroristische Einheit erklärt. Xinjiang gilt als ethnischer Konfliktherd, in dem 2009 die Situation eskaliert. In einer Spielzeugfabrik kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Uiguren starben. Daraufhin forderte ihre uigurischen Kollegen friedlich eine Untersuchung des Konfliktes. Doch bei der Aufforderung der chinesischen Staatspolizei, dies zu unterlassen, schlug die Demonstration in einen gewaltigen Protest um. Sofort standen Panzer und Schusswaffen bereit, um die uigurischen Demonstranten niederzuschlagen. Hunderte Uiguren wurden gezielt und ohne bestehenden Grund festgenommen, gefoltert und getötet.
156 Menschen starben, 800 wurden verletzt. In den Nachrichten interpretierte Peking die Unruhen als ein ernsthaftes Gewaltverbrechen. Die Tatsache, dass die Unruhen mit friedlichen Absichten begonnen haben, wurden in den Medien komplett verschwiegen. Gezeigt wurden ausschließlich han-chinesische Opfer, von uigurischen Toten, von ihrer Verzweiflung, religiöser, kultureller und wirtschaftlicher Diskriminierung war nicht die Rede. Unter Folter, meist mit Elektroschlagstöcken, werden der uigurischen Minderheit Geständnisse erzwungen. Viele sterben an den brutalen Folgen. Die Familienangehörige bekommen keine Nachricht über den Verbleib der Insassen und bei Todesfall verschwindet der Leichnam umgehend. Es wird keine Bestattung erlaubt, noch bekommen die Familien den Toten zur Sicht. Durch die willkürlichen Festnahmen und die unfairen Prozesse sind die Uiguren hilflos dem chinesischen Regime ausgeliefert. Ein weiterer Höhepunkt der Diskriminierung war der olympische Fackellauf anlässlich der Sommerspiele 2008 in Peking. Als dieser durch die Stadt Kaskar zog, wurden die dort lebenden Uiguren aus Angst vor Anschlägen und Unruhen in ihren Häusern und Wohnvierteln eingesperrt. Warum wissen wir so wenig über die Geschichte der Uiguren? Tibet ist in aller Munde und es gibt Tibeter-Initiativen. Warum aber gibt es kaum Berichterstattung über die Situation der Uiguren? Weil sie keinen Dalai Lama haben, keinen Freiheitskämpfer, der sich für sie einsetzt? Und wenn ja, kennen wir den Freiheitskämpfer der Uiguren überhaupt? Es gibt viele persönliche Schicksale, so zum Beispiel das Schicksal von B.K. Er möchte seinen wahren Namen aus Angst vor der chinesischen Regierung nicht nennen. B.K. verfasste in den 90er Jahren einen Brief an die Regierung mit der Frage, warum er seinen muslimischen Glauben als Uigure nicht ausleben darf, wo doch in China im Grundgesetz das Recht auf Religionsfreiheit steht. Einen Antwortbrief bekam er nicht. Stattdessen kamen in der Nacht 12 Polizisten. Sie nahmen ihn mit, trennten ihn von seinen Söhnen und seiner Frau. 12 Polizisten, um einen Mann aus einem Haus zu holen, weil er einen Brief an die Regierung schrieb. Nach jahrelanger Haft und Folter flieht er nach München. Wie er nach Deutschland gekommen ist, erfährt man nicht. Nach München kam er, weil hier der Weltkongress der Uiguren mit 4 Personen seinen Hauptsitz hat. Er hat Angst. Angst davor, dass seiner Familie das Gleiche widerfährt. Nach über 10 Jahren wird sein Sohn immer noch regelmäßig verhört über seinen gemeingefährlichen Vater. Seine Familie hat B.K. immer noch nicht wiedergesehen. Die Uiguren, ein Volk der Minderheit und leider auch in unserer Gesellschaft ein Stück weit vergessen oder vielleicht noch nicht einmal gekannt. Vielleicht können wir das bald ändern, indem wir ein wenig Interesse auf dieses Volk lenken. Das war Julia Fleißgarten mit einem Beitrag über die Situation der Uiguren in China. Es folgt ein Beitrag über die Situation der Albinos in Afrika von Johanna Breitbart, gelesen von Julia Fleißgarten. Sipinati Naekiso war 4 Jahre alt, als es zum ersten Mal passierte. Er spielte draußen vor dem Haus, als plötzlich 2 bewaffnete Männer auf ihn zustürmten und ihn packten. Sie wollten ihn wegschleppen, und hätte eine Nachbarin damals nicht aus voller Kehle geschrien und die Männer fortgejagt, wäre Sipinati heute nicht mehr am Leben. Sipinati ist ein Albino. Sein Körper weist ein Defekt bei der Synthese des Pigmentes Melanin auf, welches für die Färbung von Haut und Haaren zuständig ist. Durch diese Fehlfunktion ist seine Haut und sein Haar weiß-blass. Albinismus ist angeboren und meist mit geschwächter Sehfähigkeit und hohem Hautkrebsrisiko verbunden. In Afrika tritt dieses Phänomen wesentlich öfter auf als in anderen Teilen der Welt. In vielen Regionen ist jeder 3000. Albino, während hingegen in Europa im Schnitt nur jeder 20.000. an Albinismus erkrankt. Sipinati lebt, wie viele andere Albinos in Afrika, in ständiger Angst, getötet zu werden. Aber warum? Vielerorts herrscht immer noch starker Aberglaube an Zauberei, Flüche und Vorhersehungen. Albinos sind wie Geistererscheinungen und werden meist ausgegrenzt, diskriminiert und sogar getötet. Zum Beispiel fallen Mädchen und Frauen mit Albinismus sehr häufig einer Vergewaltigung zum Opfer, da der allgemeine Aberglaube besteht, der Geschlechtsverkehr mit einem Albino heile AIDS. Es wird als Unglück angesehen, Albino-Kinder zu gebären, weshalb die Eltern oft unter dem Druck der Gemeinschaft, der Clans, zum Äußersten schreiten und das Kind töten oder aussetzen. Auf der anderen Seite soll es jedoch Glück bringen, aus den Gliedmaßen von Albinos Tränke zu brauen und bei Einnahme zum Reichtum verhelfen sollen. Sogenannte Zauberer, die von vielen Menschen in Afrika mehr angesehen sind als Ärzte und in großer Zahl bestehen, brauen diese Tränke und machen mit dem Handel von Albino-Körperteilen oder noch lebenden Albinos ein blühendes Geschäft. Besonders gefährdet sind Menschen mit Albinismus in Tansania. Dort sind 93% der Menschen abergläubig. Im Durchschnitt werden in diesen Regionen die meisten Morde und Verstümmelungen durchgeführt und der stärkste Menschenhandel mit Albinos betrieben. Der Staat steht diesem Problem beinahe machtlos gegenüber,
da es keine klare Struktur und Organisation hinter der Verfolgung von Albinos gibt. Das größte Problem ist die fehlende Bildung. Die große Armut, die weiten agrarwirtschaftlichen Landstriche mit beinahe isolierten Dorfgemeinschaften und der erschwerte Zugang zu Schulbildung geben einen guten Nährboden für Aberglaube und derartige Handlungen. In den Städten Tansanias gibt es bereits vereinzelt staatliche Maßnahmen zum Schutz von Albinos. Zum Beispiel werden viele Kinder mit Albinismus täglich von Polizisten zur Schule begleitet oder Raum für eine Organisation eingerichtet, die sich für die Rechte der Albinos stark machen. Es soll ein Stuhl im Parlament für einen Politiker mit Albinismus eingeführt werden, der der allgemeinen Verteuflung des Gedenkeffekts entgegenwirken soll. Doch leider ist das eigentliche Problem noch nicht am Schopfe gepackt worden, denn nur wenige der innerstädtischen Maßnahmen erreichen die ländlichen Regionen, wo die Diskriminierung und Ausgrenzung von Albinos am weitaus stärksten anzutreffen sind. Es wird wohl noch ein langer Weg sein, bevor sich die abergläubische Diskriminierung, Ausgrenzung und Misshandlung von Albinos in Afrika weitestgehend zurückgebildet hat. Für eine langfristige Veränderung wäre ein erleichterter Zugang zur Schulbildung und eine grundlegende Aufklärung über Albinismus nötig. Doch leider ist so eine Art der Maßnahme in den Problemzonen Afrikas zugunsten von Menschen wie Sepinati noch nicht in Sicht. Das war ein Beitrag über die Situation der Albinos in Afrika von Johanna Breitbart, gesprochen von Julia Fleißgarten. Ihr hört gerade die Rendung Redefreiheit auf Tide 96.0. Ich bin Henriette Bunde und habe jetzt die Menschenrechtsnews für euch. Waffenhandelsvertrag. Am 2. April haben die UNO-Staaten in einer Generalversammlung mit eindeutiger Mehrheit ein Waffenhandelsabkommen verabschiedet. Einige Tage zuvor war das Abkommen auf einer Konferenz von den Staaten Iran, Nordkorea und Syrien blockiert worden. Das Abkommen wird am 3. Juni 2013 in der UNO-Generalversammlung zur Unterzeichnung eröffnet und wird in Kraft treten, nachdem es von 50 Staaten ratifiziert worden ist. In Deutschland hatten in den vergangenen Wochen über 35.000 Menschen mit ihrer Unterschrift starke Kontrollen im weltweiten Waffenhandel gefordert. Das Waffenhandelsabkommen muss von den einzelnen Staaten individuell umgesetzt werden. Eine Kontrollfunktion gibt es nicht. Kritiker bemängeln außerdem unter anderem die sehr lockeren Regelungen im Bereich der Munition, wozu beispielsweise auch Handgranaten gehören. Amnesty International sieht in dem Abkommen trotzdem einen historischen Moment und dankt allen Unterstützern und Unterstützerinnen für ihre Teilnahme an der Petition. Türkei. Am 27. März stellte Amnesty International in Istanbul die Studie Turkey Decentralized Dissent vor. Darin wurden zahlreiche Fälle von Strafbeständen gegen Journalisten, Aktivisten, Anwälte und Schriftsteller analysiert. Das Ergebnis: Hunderte von ihnen sind allein wegen abweichenden Meinungsäußerungen angeklagt. Vor allem das Antiterrorgesetz wurde in den letzten Jahren vermehrt angewendet, um regierungskritische Schriften, Reden und Demonstrationen zu verfolgen. Amnesty International sieht darin einen klaren Verstoß gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Im März dieses Jahres brachte die türkische Regierung das vierte Gesetzespaket in das Parlament ein, mit dem ausdrücklichen Ziel, die nationale Gesetzgebung gemäß internationaler Standards zu reformieren und Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs umzusetzen. Amnesty International ruft die Regierung auf, Gesetze aufzuheben oder nachzubessern, die auf unangemessene Weise das Recht auf freie Meinungsäußerung unmittelbar beschneiden. Eine Petition dafür findet ihr unter www.amnesty.de. Saudi-Arabien. Der 24-jährige Ali Al-Kawahir ist saudi-arabischen Medienberichten zufolge Anfang April nach dem islamischen Recht zu Qisas, Vergeltung, verurteilt worden. Vor etwa 10 Jahren, also mit 14, soll er einem Freund in den Rücken gestochen haben, der seither querschnittsgelähmt ist. Als Strafe soll nun auch er von der Hüfte abwärts gelähmt werden, sollte er nicht 1 Million saudische Rials, also etwa 200.000 Euro, als Wiedergutmachung an das Opfer zahlen. Eine ähnliche Lähmungsstrafe wurde 2010 verhängt, ist aber nach derzeitigem Kenntnisstand noch nicht vollstreckt worden. Immer wieder werden Menschen in Saudi-Arabien zu verschiedenen Formen der körperlichen Züchtigung verurteilt. So ist zum Beispiel das Auspeitschen für eine Reihe von Straftaten vorgesehen und kann auch nach Ermessen der Richter als eine Alternative oder zusätzlich zu anderen Strafen verhängt werden. Würde die Strafe an Ali Al-Kawahir vollzogen werden, wäre dies ein Verstoß gegen die UN-Konvention gegen Folter, zu deren Einhaltung Saudi-Arabien als Vertragsstaat verpflichtet ist. Russland. Am 25. März durchsuchten Beamte der Staatsanwaltschaft und der Steuerungsbehörde das Moskauer Büro des Internationalen Sekretariats von Amnesty International.
Das Vorgehen ist Teil einer Serie von Überprüfungen von Nichtregierungsorganisationen überall in Russland in den vergangenen Wochen. Offizieller Grund der Inspektion ist die Überprüfung der Einhaltung der russischen Nichtregierungsorganisationsgesetze. Diese Gesetze schränken die NGOs zunehmend ein und werden von Amnesty International und anderen Organisationen verurteilt. Hamburg. Am Samstag, den 6. April, demonstrierten um die 2500 Menschen in der Hamburger Innenstadt gegen Rassismus und Ausgrenzung. Zu der Demo hatte das Netzwerk Hamburg gegen Rassismus aufgerufen. In Redebeiträgen und bunten Schildern wurde auf die Probleme der Asylbewerber aufmerksam gemacht. Auch Amnesty International setzt sich für den besseren Schutz von Flüchtlingen ein. Wir haben uns unter die Demonstranten gemischt und gefragt, warum sie die Demo unterstützen. Wir sind hier gerade auf der Demo gegen Rassismus. Wieso bist du denn heute hier? Ich will zeigen, dass der NSU kein Sonderfall ist, wie es in den deutschen Medien oft dargestellt wird, sondern dass Alltagsrassismus eben Alltagsrassismus ist und überall in dieser Gesellschaft fest verwurzelt ist. Warum bist du denn heute hier auf der Demo gegen Rassismus und Ausgrenzung? Wir haben letztes Jahr einen Dokumentarfilm über ein Flüchtlings-Asylbewerberinheim halt in Mecklenburg-Vorpommern gemacht, da kommen wir her. Und haben halt wirklich hautnah gesehen, wie krass die Folgen der Ausgrenzung für die Leute vor Ort ist. Und das ist in MV immer noch ein bisschen krasser, weil da sind halt Heime mitten auf dem Land, ein Dorf, wo 150 Mitbürger sind und halt nicht mal ein Bus, der regelmäßig fährt. Also da hat die Dimension der Ausgrenzung auch noch eine ganz andere Dimension halt. Und ja, wir wollen halt einfach zeigen, dass es so nicht geht und dass eine vernünftige Politik und vor allen Dingen auch die Residenzpflicht abgeschafft werden muss. Wir kämpfen jetzt international gegen den Rassismus, gegen den Faschismus. Die Leute, die vielleicht so viele Länder auskommen hierher, dann gegen kämpfen Rassismus und Faschismus. Gut, vielen Dank und viel Spaß auf der Demo heute. Tschüss. Tschüss. Erfolgsmeldung. Am 6. März 2013 stimmte der Senat des US-Bundesstaats Maryland für ein Gesetz, das die Todesstrafe durch lebenslange Haft ohne Möglichkeiten der Begnadigung ersetzt. Am 15. März gab auch die zweite Kammer des Parlaments, das Repräsentantenhaus, grünes Licht für die Gesetzesvorlage. Damit fehlt nur noch die Unterschrift des Gouverneurs Martin O'Malley, die jedoch als sicher gilt. Maryland wäre somit in naher Zukunft der 18. US-Bundesstaat, der Exekutionen aufgibt. Veranstaltungstipp. Nächsten Donnerstag, am 25. April, haben wir für euch einen Filmabend im Kulturhaus 73 im Schulterblatt organisiert. Zu sehen gibt es den Film Waffenhandel, ein Bombengeschäft. Los geht's um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Und das waren die Menschenrechtsnews der Sendung Redefreiheit der Amnesty International Hochschulgruppe der Uni Hamburg. Mein Name ist Henriette Bunde. Als nächstes hat Simone Sarah Jöst für euch die Zahl des Monats. Die Zahl des Monats April. Die Zahl des Monats ist die 4. Es gibt 4 anerkannte nationale Minderheiten in Deutschland. Dies sind die dänische, friesische und sorbische Minderheit, sowie die deutschen Sinti und Roma. Eine nationale Minderheit bedeutet, dass sich ein Teil eines Staatsvolks durch eigene Sprache, Kultur und Geschichte, also durch eine eigene Identität von der Bevölkerungsmehrheit unterscheidet. Diese kulturelle Identität gilt es zu wahren und zu schützen. Die Angehörigen der nationalen Minderheiten in Deutschland sind deutsche Staatsbürger und traditionell in Deutschland heimisch. Als nationale Minderheit anerkannt zu sein, bedeutet, dass sie einen bestimmten rechtlichen Status besitzen und Schutz genießen. Geschützt werden sie als deutsche Staatsangehörige durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das in Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 bestimmt: Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Des Weiteren beruht ihr besonderer rechtlicher Status auf 2 Abkommen des Europarates. Diese sind zum einen das Rahmenübereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten und zum anderen die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen.
Die Zahl des Monats ist die 4. Es gibt 4 anerkannte nationale Minderheiten in Deutschland. In unserem alltäglichen Sprachgebrauch wird die Bezeichnung Minderheit sehr viel allgemeiner verwendet. Minderheiten sind demnach alle Gruppen, die zahlenmäßig unterlegen sind und deren Mitglieder von den vorherrschenden Verhaltensweisen oder Anschauungen abweichen. Meist vereint sie jedoch nicht eine gemeinsame Tradition, Kultur oder Sprache, sondern ein gemeinsames Merkmal. So bilden auch Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung oder Menschen, die nicht dem heteronormativen Geschlechtermodell entsprechen, eine Minderheit. Oft wird dieses Merkmal als Makel bewertet und die Abweichung von der herrschenden Norm als den Grund für Ausgrenzung und Diskriminierung genommen. Überall auf der Welt werden Menschen wegen ihrer Andersheit unterdrückt, verfolgt und misshandelt. In diesem weiteren Sinne gehören wir alle auf irgendeine Art oder Weise einer Minderheit an. Die kleinste Minderheit bildet dabei das Individuum in seiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit. Das war Simone Sarah Jöst mit der Zahl des Monats. Das war die Sendung Redefreiheit der Amnesty International Hochschulgruppe der Uni Hamburg. Hier auf Tide 96.0. Ich bin Henriette Bunde und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr wieder Lust habt, dann schaltet doch auch nächstes Mal wieder ein. Immer am dritten Mittwoch im Monat um 18 Uhr.